Gwyneth Paltrow, neue Details. Ihre Sagen im Skiunfallprozess aus. Nun, wir haben einen halben Tag Skifahren verloren, beklagte sich Gwyneth Paltrow. 50, vor wenigen Tagen bei einer Befragung vor Gericht in Utah und erntete für ihre Aussage Spott im Netz. Derzeit findet der Prozess zu einem Skiunfall der Schauspielerin mit Terry Sanderson statt, der sich 2016 im Skiurlaub ereignet hat. Der pensionierte Arzt verklagte sie wegen Fahrerflucht. Sie reichte Gegenklage ein und forderte einen Dollar Schadensersatz sowie die Rückzahlung der Anwaltskosten. Mit den Aussagen ihrer Kinder kommen nun weitere Details zu der Kollision auf der Piste ans Licht. Die Zeugenaussagen von Apple, 18, und Moses Martin, 16, die aus Gwyneths Ehe mit Ex-Mann Chris Martin, 46, stammen, wurden aus terminlichen Gründen am Dienstag, 28. März 2023, von ihrem Anwaltsteam verlesen. Moses, der zum Zeitpunkt des Familienurlaubs 9 Jahre alt war, erinnert sich darin nur an den Zeitpunkt unmittelbar nach dem Skiunfall seiner Mutter mit Terry Sanderson. Da er den eigentlichen Zusammenstoß nicht gesehen habe. Als ich rüberfuhr, hörte ich meine Mutter den Typen anschreien. Zitiert People aus seiner eidesstattlichen Erklärung. Sie sagte etwas in der Art von, was zur Hölle. Sie sind gerade in mich reingefahren. Die 50-Jährige hatte sich am vergangenen Freitag während ihrer Aussage bereits für ihre schlechte Wortwahl an diesem Tag entschuldigt und erklärt, ich war ziemlich aufgebracht. Moses bestreitet in seiner Aussage zudem, während des Skifahrens die Aufmerksamkeit seiner Mutter gefordert zu haben. Was nach Ansicht des Anwaltsteams des Klägers der Grund für den Zusammenstoß war, da Paltrow abgelenkt gewesen sei. Apple, die damals 11 Jahre alt war, berichtet in ihrer Aussage, dass ihre Mutter ihr von dem Vorfall erzählt habe. Als sie kurze Zeit später zum Mittagessen am Fuße des Berges wieder zusammenkamen. Sie war sehr aufgebracht, sie hat uns erzählt, was passiert ist. Ich bemerkte, dass sie ein wenig geschockt aussah, und ich fragte, was passiert sei, und sie sagte, dieses A-Loch ist in mich hineingefahren. Er ist mir direkt in den Rücken gefahren. Und ich erinnere mich, dass sie diese Bewegung machte und sagte, er sei ihr in den Rücken gefahren und sie seien beide zu Boden gegangen. Ich erinnere mich, dass sie das gesagt hat, so die heute 18-Jährige. Gwyneth Paltrow und ihre Kinder hatten den besagten Tag im Deer Valley Resort in Park City, Utah, verbracht, um sie dort mit ihrem damaligen Freund und jetzigen Ehemann Brad Falchuk, 52, und dessen beiden Kindern zu treffen. Sanderson verklagt die GOG-Gründerin auf 300.000 Dollar Schadenersatz und behauptet, er habe bleibende Verletzungen von dem Sturz davongetragen, die seine Lebensqualität beeinträchtigten. Sie hingegen behauptet, er sei in sie hineingefahren und wolle sie wegen ihres Reichtums und ihrer Berühmtheit unter Druck setzen. Die Geschworenen werden nach den Schlussplädoyers am Donnerstagmorgen mit den Beratungen beginnen. Verwendete Quelle: people.com